Ja, du weißt aber nicht, wie gesagt, was, ob das wieder so ein Schwan ist, weil du halt, Ja. wie Markus schon mal ein paar Mal gesagt hat, du siehst halt Er nicht nimmt vorher, was es ist. die nur rein, was vielversprechend klingt, und wenn es dann irgendein Shot ist, dann kann ja Da Marki kann nichts man dafür. aber drauf, also wie gesagt, nochmal, also auch auf die Qualität der Spiele kann er nichts dafür. Er baut jetzt die Playlisten, dafür sind wir auch dankbar. Aber halt, das sind dann meistens die Ersteller. Und die schmeißen die Sachen ja dann immer wieder raus, einfach aus den Playlisten. Wenn da natürlich in Englisch doch schon draufsteht, Money und Dickbums-Glitch, dann nehme ich sowas auch gar nicht erst rein. Aber bei manchen Ja. hast du halt einfach Spanisch, Italienisch, weiß der Geier, was noch für Sprachen da dabei vertreten sind. Naja, schon klar, das ist. Entschuldigung, Man Katze. müsste die Wörter dafür der einen prägen, würde ich meinen. Warte mal, ich gehe mal kurz nach den Gegnern schauen. Von der linken Seite kommen sie. Wo ich bin. Jetzt kommen sie rum hier. Ah. Weil dann komme ich da wieder hoch, dann macht ihr da hinten und dann gehe ich mit hoch. Weil ich will jetzt keinen Platz hier zu zweit. Hier. Der Winkel stimmt vor allem nicht. Ja, der Winkel ist totaler Unfug. Vor allem, ich stehe jetzt hier komplett auf dem Kopf drauf. Geh mal auf den Sink jetzt. Oh, das war keine Absicht. Ich bin fürchterlich zu euch jetzt. Scheiß Granate, Alter, weil die nicht hoch, weil die nicht rüberflogen. Ja, ich ziehe den laut Kamera auf den Kopf, aber die Mauer war dann doch im Weg. Stell hier. Gegenüber. Ich bin tot. Ich muss jetzt zurück, muss zurück, muss zurück, muss zurück, muss zurück, muss Ich zurück. muss auch zurück. Wenn es nichts nimmt, stell dich an die Wand, da geht's schneller. Genau, der ist direkt unter dir. Der eine, der war. Also vom ersten Blick her würde ich sagen, Idee ist gut, Ausführung ist wieder schlecht. So Gangkrieg ist ja an sich eigentlich eine coole Idee für so einen Überlebenskampf, aber Yes! ist halt wieder so, dass gleich an der ersten Welle wieder Autos und ach, das ist wieder. Ja, wenn natürlich anfängst, wieder mit dem ganzen Militärscheiß anfängst und das dann halt immer ein bisschen nervig, das stimmt Ja, ja. es sind nur Autos, die kann man sogar als Vorteil betrachten, weil die in die Luft Ja, weil fliegen. wie bei dem letzten Mal wurde dann irgendwelche Panzer und schwere Geschütze und alles drum und dran, das ist das halt extrem nervig. Da hast du keine Chance. Ich hab Kills. Links, von links. Auto. Autos. Ja, krieg ich auch den Weg aus dem Winkel, krieg ich dich, die Kollege. Du musst schon ein paar Schritte zurücktreten, damit ich dich töten kann. Was denn? Stell dir mal vor, in so einem Gangkrieg sagt das einer zum anderen: Kannst du mal ein paar Schritte zurückgehen, damit ich dich umbringen kann? Ja. Was würde ich sagen? Alter. Ich hab 36 Kills gehabt. Das war gerade so ein richtiger Scary Movie-Modus. Ja. Hände hoch und schmeißt die Waffen weg. Und auf einmal schmeißen sie alle die Waffen weg. Ich glaube, es war bei Dings drin, bei Nackte Kanone beim ersten, wo sie auf dem Schiff sind. Und dann meinte er, Hände hoch, schmeißt alle die Waffen weg. Und alle schmeißen erstmal die Waffen weg. So 20 Mann oder so.
Oder wie heißt dieser Film, wo der zum Schluss die Atomrakete im LKW hat und auf das Auto zieht und die packen die Waffen ein und hauen ab? Ist auch so ein Gang-Verarsch-Film. Oh, keine Ahnung, kann ich keine Kennt Ahnung. Kennt ihr einer? Nee, ich kenne die Szene nicht mehr. Das kann bestimmt hier so irgendwas mit Gangster-Movie irgendwas sein. Gab's ja Date-Movie, Gangster, ich glaube Gangster-Movie war noch dabei und da so ein paar Sachen. So Sachen halt. Hier, schlockt das! Das klingt auch falsch. Wer weiß? Runter, Kev, runter, 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 Kev! Geh doch mal runter! Ja. Alter, hier ist eine unsichtbare. Das ist einfach. Ach, das ist. Nee. Da könnte ich schon wieder. Du willst hier drüber schießen über die Sandsäcke und dann prallen die von der unsichtbaren Wand ab, die Granaten. Oh, das war dumm und viel mehr Kills als ich. Ist ja scheißegal, wir arbeiten ja zusammen. Ist doch letztendlich wurscht, ob einer nur ein, wenn einer nur einen Kill hat und der andere 50, dann ist es halt so. Ja, man kann einfach halt auch sonst Spaß, ja, mit dem man halt nicht vergleicht. Wir sind aber. Nee, aber wir haben ja, sind ja trotzdem vier Leute, ne? Das ist halt. Du hängst halt quasi, du schießt dem anderen ja auch gegenseitig die Leute, die Kills mal weg. Bin raus. Schön. Also seit der Weile, ich hab schon seit Runde 1 kaum noch Leben gehabt. Warum hast du dir keins geholt? Liegt doch mir auf dem Kopf. Du hast runterkommen wollte. Du hast ja auch kein Leben. Das sowieso nicht. Mein Leben besteht aus Leben, Spiele spielen, arbeiten. Leben besteht aus Leben. Wow. Hardcore. Das ist die Weisheit des Tages. Ja, intelligente Aussage gerade. Passiert? Was machst du so in deiner mein Freizeit? Atmen besteht aus Atmen. Was machst du so in deiner Freizeit? Leben. Atmen. Existieren. Ach ja. Ach herrlich. Warum passiert mir das manchmal? Was? Manchmal, wenn ich auf mein Handy zu. Wenn ich mein Leben nachfüllen will, greift auch schon aufs Handy zu. Okay. Ich hab mich selbst gekillt. Nein. Das war auch schön. Und dann wär's das Spiel aus weg. Eine Chance für alle anderen. Alle da der gleiche Ecke spawnen. Au, au. Bin raus. Bin runtergefallen, da war ein angeschossener Benzintank. Den will ich wieder aufstehen lassen. Komm, noch die zwei Leute da. Einer noch. Jawohl. Vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Ja, alle 12, 12, 12 und dann 24. I know it. Das Leben, der Trick ist aus. Hör auf zu singen, das gibt wieder nur Strikes.
Nee, bei dem ist und beim Rauschen, da ist ständig das Gehör aus. Ich habe ein Gehör. Juhu, bin kein Zombie mehr. Naja, nein, das Gehör ist keine kein Stück Seife. Man kann, es wird nicht weniger, wenn man es nutzt. Ernsthaft! Sagt er und bringt sich selber. Nee, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gestorben bin. Es hat die gemacht und bin ich tot. Es war wohl eine Annäherungsmine irgendwo. Oder Kopfschuss vom Gegner. Nee, kein Kopfschuss. Robin! Warum stellst du dich mir in den Weg? Apropos Kopfschuss. Ja, okay, also Marki, du bist die einzige Hoffnung. Ja, mach das schon. Der ist der Profi der Granaten. Das ist eine Granate, ja. Direkt unter dir an dem roten Auto, wenn du das siehst. Jawohl. Die zwei noch. Jawohl, letzter. Ja. Jawohl. Jetzt, wir müssen diese Welle überleben. Das ist unsere Welle, wo wir immer gestorben sind. Nein, wir sind ja danach immer gestorben. Wir haben Welle 7 immer bestanden. Robin, du bist so dumm. Nee, wir sind bisher bei Runde 7. Wir sind bei Runde 7. Wir sind immer bis Welle 7 gekommen. Wir sind in Welle 7 gekommen. Wir sind bei Welle 8 gestorben. Nein, bei 7. Ist ja auch egal. Wir rocken das jetzt. Wir machen das jetzt. Ja, schön. Von wo? Ach, von da. Ihr solltet doch auf die andere Seite achten, Kollegen, ne? Ja. Ich bin tot. Robin, sterb nicht. Oh, scheiß Waffe. Ja, was? Okay, Robin ist tot. Was? Lebt noch. Alter, Uschi. Mal, er wird sterben. Wieso kann ich die? Jawohl. Da steht doch ein Auto daneben, das weiß ich. Ein bisschen auf die andere Seite gehen. Ich sehe sonst nichts von Menschis. Boah, Halle. Scheiße, der Typ mit dem MG auf der Seite von dem Auto. Okay. Bin ich der Letzte? Ja. Ja, du bist das Letzte. Ja, und so wie es aussieht, wird Robin auch noch komplett verrecken. Du stehst aber auch da auf dem Dach. Pass auf mit dem Auto, wie gesagt, der hat einen MG drauf. Das habe ich eben gekillt. Kümmer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie schaffst, weil ich auf das Auto zu kümmern. Komm vor dir. Ich will an der Stelle mal von dem Dach da runtergehen, weil du stehst voll offen. Pass auf, unten bei dir steht direkt ein Auto. Ja. Und der hat eine scheiß MG drauf. Oder du schießt dich selber mit der Granate und mit dem Raketenwerfer weg. Ja, ich wollte nicht weiter vorgehen. Der Punkt war auf den Wagen. Dann hat die Karre zu dumm geflogen. Warum schmeißt du keine Granate, statt einen Raketenwerfer zu schießen? Das ist passiert halt meistens auch bei den Dings, bei den Rockets vs. Insurgents. Ja, Insurgents. Naja, wie gesagt, Standardwelle 7. Wenn wir die einmal durchgebrochen haben, dann Lüft. Aber egal. Was geht? Mega-Rampe?